Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oninaki Blind. Beim letzten Mal hat das Böse von Kushi Besitz ergriffen und er hat die Hauptstadt angezündet, anscheinend. Er will die Welt brennen sehen. Und wir sind nun auf dem Weg zum Palast, um dort nach Hilfe zu fragen, damit wir die Stadt evakuieren können, denn wir Wächter alleine können das nicht. Vor allem da wir immer weniger Wächter tatsächlich haben, weil, ne? Probleme und so. Es sterben uns verdammt viele Leute aus unserer Force weg. Hey, da können wir jetzt zum Ehir-Palast am Minop-Platz reisen. Und können uns dann hier vermutlich mal umschauen. Aber was wir mal tun können ist, im letzten Bosskampf ist bei dir eine Fähigkeit erwacht. Da haben wir nämlich den Hinterhalt, der erwacht ist. Der hat jetzt Verbundenheit mit drin. Wunderbar. Außerdem hat sie 3 Armbruststeine. Dann können wir die Unbesiegbarkeit kaufen, damit wir zur nächsten Erinnerung kommen. Widerstand gegen Schwächungszauber erhöht, gilt im Erscheinungszustand. Mit dir in der Gruppe. Okay. Zack. Und jetzt können wir dann Richtung Erinnerung 3 arbeiten. Mit 3 weiteren Steinen, die uns dann nur fehlen. So, schauen wir mal, was es hier im Palast Schönes für uns gibt. Hoffentlich die Hilfe, die wir benötigen. Was ist hier los? Seltsam. Es scheint, als hätten sie gewusst, dass es passieren würde. Aber das würde bedeuten... Wieso sieht es aus, als hätten die erwartet, dass das passiert? Ich sehe kein Evakuierungszentrum eingebaut. Wird schon seinen Grund haben, warum er das sagt. Ist nur nicht besonders offensichtlich. Mal schauen, ob wir noch irgendwas Interessantes hier irgendwo finden. Hier haben auf jeden Fall noch jemanden zum Reden. Ne, ich würde gerne helfen, aber ich muss hier bleiben und das Kommando übernehmen. Herr Kakashi, ich überlasse die Evakuierung und Kushi dir. Okay, vielen Dank dafür. Dann schauen wir nochmal, ob wir irgendwo Schatztruhen finden. Zufällig. Aha. Schatztruhe. Stärkung Dauer erhöhe. Okay. Mehr Grenzsteine. Da schauen wir, ob wir irgendwo noch eine weitere Schatztruhe finden. Links hatten wir eine, haben wir rechts auch eine. Jawohl. Rechts hatten wir eine, links haben wir auch eine. Schwächenzauberdauer. Okay. Wunderbar. Hat sich das Erkunden doch gelohnt. 2 Schatztruhen und so. Für mehr Schattensteine. Oh, zack, zack, zack. Eben die Karte auffüllen. So, was habt ihr noch Schönes zu erzählen? Na, gib dem Palast gut auf dich acht. Dank der jüngsten Unruhen sind dort alle nervös. Ja, alles in der Kontrolle. Ja, von wegen. Dadurch ist unsere Verteidigung perfekt. Zumindest sollte sie es sein. Okay. Schön, dass da ein einfacher Soldat steht. Direkt vorm Palast. Man sollte meinen, dass hier nicht einfache Soldaten stehen. Oh, hier scheint es einen neuen Dämon zu geben. Zumindest laut Karte. Muss auf einer anderen Etage sein. Hier geht es ja die Treppe rauf. Wird dann wohl da sein. Hey, mehr neue Dämonen. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht erst vor kurzem noch 2 Stücke direkt hintereinander gekriegt und so. Dann schauen wir nochmal. Das ist nämlich erstmal relevanter, als tatsächlich der Handlung zu folgen. Hier steht in der Tat ein Dämon rum. Weird, dass einfach im Palast mal einer rumstehen. Na, jetzt geht wieder Nom Nom Nom. Lecker, mehr Dämonen. Die Seele des Dämons Lucica resoniert mit Kakashi und wird jetzt an seiner Seite kämpfen. Okay. Lucica, ihr Schicksal erfüllend sucht diese Dämonen in einem endlosen Zeitenmeer entschlossen nach Stärke und Weisheit.
Denn nur das Licht der Hoffnung führt in eine neue Ära. Lucica kämpft mit tödlicher Kampfkunst und ist stets auf der Suche nach neuen Geräten, die ihre Fähigkeiten steigern. Sie kann sich mit Barrieren verteidigen und in Angriffsserien massive Feuerkraft entfesseln. Okay. Das sagt mir immer noch nicht, mit welcher Waffe sie kämpft. Bin ich mal gespannt. Oh, haben wir hier sonst noch irgendwas im Jenseits? So vielleicht noch irgendwo Schatztruhen, die rumstehen. Pötte. Eine Schatztruhe. In der Tat, mit einer Axt drin. Yay, mehr Äxte. Nichts Schöneres, als mehr Äxte zu finden. Oh, hi, wer bist du? Ein unruhiger Beamter. Also, ein Beamter. Was ist hier los? Du da. Was ist das für ein Geschrei hier? Hopp, hopp, eine Erklärung. Und dann gehen wir einfach, so wie ich das gehört. Einfach ignorieren. Einfach weitergehen. Soll er rumschreien. Ja, rechts geht es zu den Gemächern der Herrscherin. Links geht es direkt ins Jenseits. Ha, war nur ein Scherz. Egal, wo du hingehst, der Tod ist dein einziges Ziel. Komm schon, lach ruhig. Ist es ein Wunder, dass ich pessimistisch bin, wenn alles zusammenfällt? Wow. Das ist mein Charakter. Ja, was zum Schleier ist hier los? Wir haben nichts falsch gemacht. Ja, das behaupten alle Beamten. Ja, ich will da rausgehen und den Menschen helfen. Aber meine Befehle lauten, den Palast zu bewachen. Mist, ich halte das nicht aus. Tja, aber auch eine wichtige Aufgabe, also sieht nicht so schlimm. Und macht seinen Job. Ja, hast du diese Golems gesehen? Der Palast ist unentnehmbar. Aber sie scheinen sich nicht bewegen zu können. Das ist schlimm. Das ist sehr schlimm. Was sollen wir tun? Ich habe keine Golems gesehen. Soll ich Golems gesehen haben? War das, was draußen stand, waren das Golems? Ich habe es als Verzierung gesehen. Als Deko. Aber nur gut. Vielleicht waren das Golems, die sich nicht bewegen können. Was dann ja letzten Endes auch nur eine wehrhafte Deko ist. Nicht wahr? Das ist, was Golems sind, wenn sie sich nicht bewegen können. Ich versuche niemanden auf die Palme zu bringen. So wie die Dinge aktuell stehen, sind die meisten Leute schnell reizbar. Nachvollziehbar? Ja, du kommst von draußen, oder? Was geschieht da draußen? Wir haben nichts gehört. Das ist natürlich blöd, wenn man hier drin nichts hört, was draußen so vorgeht. Ihr solltet zumindest Berichte darüber hören, was eigentlich draußen abgeht. Ein Grenzstein. Das heißt, wir können unsere Party ändern. Gruppe. Ja, dann sorgen wir natürlich dafür, dass wir möglichst alle neuen in der Gruppe mit drin haben. Sie hat einen Fauststein. Also sie schlägt anscheinend tatsächlich zu. Kommen wir zufällig an ihre erste Erinnerung für umsonst dran. Wie bei manchen anderen auch. Sie hat auf jeden Fall den Wellenstrom. Kanalisiere die Kraft des Dämons in einen Angriff. Erzeuge ein Gerät. Okay, was auch immer das bedeutet. Ja, wir können ihre erste Erinnerung tatsächlich einfach so für umsonst holen, ohne dass wir erstmal noch einen Einser kaufen müssen, wie bei manch anderen. Das heißt, wir können tatsächlich jetzt auch direkt in den Grenzschein wieder reingehen. Und uns was zu Lucica anhören. Aber an dem Ding müssen wir gleich sowieso vorbeilaufen, von daher erkunden wir erstmal hier die Gegend. Jetzt müssen wir kurz hier unten die Ecke erkunden. Mal schauen, ob hier eine Schatztruhe in Jenseits rumsteht. In der Tat. Mit einem Universalstein drin. Das hat sich gelohnt. So, dann können wir doch mal in die Dämonenkunde gehen. Und haben wir hier Lucica. Mhm, das sagen sie alle. Wie gesagt, das sagen sie alle. Vor allem Väter, anscheinend. Natürlich. Natürlich seid ihr die Auserwählten. Brav den Kopf streiche. Klar bist du auserwählt. Ja. Ja, alles basiert auf Zauberei. Diese verprügliche Leute mit einer blanken Faust. ところが私にはそんな大人たちが滑稽に見えた。眉唾者の
Ich meine, je nachdem, wie wahr dieses Märchen ist, was, wenn doch die Geißel kommt und die Welt den Untergang zeigt? Das mag auch sein. Das tun einige Erwachsene. Na, wunderbar. Und dann können wir jetzt ihren Baum wieder anschauen. Da hat sie ja jetzt etwas freigeschaltet. Ah ja, da ist auch Erinnerung Nummer 2. Also werden wir uns hier hinten die Richtung runterarbeiten. Hier haben wir eine Phantomfahrt. Hier hinten haben wir einen Himmelsbrecher. Und da ist dann noch die zweite Erinnerung. Man kostet immerhin nur 3 Erinnerungen, um an die zweite, also 3 Steine, um an die zweite Erinnerung ranzukommen. Ist nicht so übel. Also müssen wir ein kleiner Raum. Nichtsdestotrotz, wir haben gesehen, unten sind keine weiteren Schatztruhen, aber vielleicht hier oben irgendwo noch eine. Hier muss man mal sicher gehen, jetzt wo wir in der Stadt zufällig eine gefunden haben, in der ich bestimmt mehrfach vorbeigelaufen bin. Ein bisschen mehr aufpassen. Ach, dort hinten wartet Lady Lobelias Thronsaal. Leg lieber dein bestes Benehmen an den Tag. Na, sowohl Lady Lobelia als auch Lord Leo sind drin. Eine falsche Bewegung und wir zerren nicht wieder nach draußen. Okay. Ist das nicht heiß, neben riesigen Karten zu stehen? In Vollplatte? Ich würde das nicht haben wollen. Ja, das ist gar kein ominöser Thron. Wow, man kann kaum mehr "Wir sind böse" schreien, als auf diesem Thron mit diesem dieser Krone zu sitzen, mit der Wandbemalung da hinten. Mein Gott. Ihr scheint gut vorbereitet zu sein. Fast, als hättet ihr das erwartet. Sehr seltsam. Hüte deine Zunge. Wer bist du, dass du uns beschuldigst? Kagashi, Wächter. Ein Wächter? Dann beschütze deine Herrscherin. Beschütze dein Königreich. Ein Golem ist wie ein Schwert, weißt du. Muss es scharf halten, um damit Schaden anzurichten. Wie ich sehe, habt ihr eure Schwerter gut geschärft. Die Frage ist nur, warum? Ja, weil sie halt die Königin ist und man braucht immer ein geschärftes Schwert, um die Königin zu beschützen. Ich weiß nicht, was daran so unfassbar auffällig ist. Schweig! Das geht dich nichts an. Du verdienst es nicht zu herrschen. Na, das ist nicht meine Entscheidung. Ich bin schließlich nur ein Wächter. Also, ich habe sie nicht gewählt. Aber ich werde nicht daneben stehen und zusehen, wie diejenigen, die dir vertraut haben, unnötig sterben. Gut, dann habe ich eine Aufgabe für dich. Golem werden mit Treibstoff betrieben. Finde ein wenig und bring ihn her. Aber zackig. Ne, hol dir deinen Treibstoff selbst. Ich bin ein Wächter, kein Butler. Ich sehe keinen Grund, dir auch nur irgendwas zu bringen. Ja, zugegebenermaßen haben die dafür wahrscheinlich tatsächlich sowas wie Personal und Wachen, die das holen können. Bilde dir nicht zu viel auf dein Können ein. Denkst du etwa, du kannst unser Reich im Alleingang beschützen? Was wirst du tun, wenn du scheiterst? Dann wird es zu spät sein, um deine Entscheidung zu bedauern. Außerdem, glaubst du wirklich, dass du Kushi schlagen kannst? Das hat sich schnell rumgeschworen. Wir wollen beide das Reich und seine Bewohner schützen. Tu dich mit uns zusammen. Hilf uns, Wächter Kakashi. Oder willst du lieber deine Zeit damit verschwenden, uns anzumotzen? Ich meine, der Junge hat verdammt gut, dass er nicht einfach hingerichtet wurde dafür, dass er der Herrscherin ins Gesicht gesagt hat, dass sie nicht herrschen sollte. Und bei den anderen Königreichen wirst du dafür hingerichtet. In Ordnung. Ich werde euch helfen, aber nur unter einer Bedingung. Ihr setzt die Golem nur als letztes Mittel ein, verstanden? Gut, dass ihr auch noch Forderungen stellt. Wie gesagt, in manchen anderen Königreichen wirst du dafür hingerichtet. Aber Kakashi kann sich das anscheinend erlauben. Das sieht aus, als würde man hier hinten noch weiterlaufen. Interessant.
Das ist die loyale Blutwache, aha. Du stehst vor der Herrscherin selbst. Leg lieber dein bestes Benehmen an den Tag. Und die wortkarge Blutwache hat nichts zu erzählen. Warum bist du immer noch hier? Ich habe dir gesagt, du sollst dich beeilen. Begreif endlich, wie dringend die Sache ist und tu deine Pflicht. Okay, okay, jeez. Na, unser Schicksal liegt in deinen Händen. Beeilung. Ja, ich mache ja schon. Mein Gott. Noch mehr Blutwachen? Da stehst du vor Lady Lobelia. Unhöflichkeit wird nicht toleriert. Sonst musst du ins Camp der Toleranz. Wo Intoleranz nicht toleriert wird. Bist du ein Bote? Nein? Dann lass uns in Ruhe. Wir sind mit intellektuellen Dingen beschäftigt, die dein Verständnis übersteigen. Sure. Beeile dich und erledige dein Geschäft. Okay, Moment. Oder bist du vorbeigekommen, um zu tratschen? Ich bin immer zum Tratschen hier. Schau mal, ob die im Thronsalon von der Schatzruhe versteckt haben. Könnte ja sein. Sieht sich nicht so aus, es sei denn, die haben irgendwas hinter den Thron gepackt. Da kann man schließlich hinten langlaufen. Das wäre so die perfekte Stelle, um eine Schatzruhe zu verstecken. Aber ne, auch hier scheint nichts zu sein. Enttäuschend. Na gut, dann ziehen wir wohl mal aus, wie uns befohlen wurde. Und suchen nach Treibstoff. Du-di-du-di-du. Na, ich schätze, hier ist die schnellste Art und Weise. Anstatt dass wir durch den ganzen Palast wieder rauslaufen. Zack. Wir sollen anscheinend in die Dackerei-Minen. Der Schattenstein-Steinbruch. Das muss man auch mal zehnmal hintereinander schnell sagen. Schattenstein-Steinbruch, Schattenstein-Steinbruch, Schattenstein-Steinbruch. Okay, wir ziehen. Ich würde sagen, wir ziehen unsere Fäuste. Es scheint nicht besonders gut darin zu sein, die Gegner zurückzudrängen, aber es macht auf jeden Fall viele schnelle Treffer. Und dann schlage ich ihn ins Gesicht. Interessant. Du, komm her. Na, und die Attacke hat immer ein bisschen Reichweite, der Wellenstrom. Okay, kann ich das irgendwie wieder abbrechen? Das ist unsere A-Technik. Das, wo wir mit anderen ausweichen, machen wir hier anscheinend ein riesiges Schild. Dass wir nicht einfach wieder abbrechen können, scheint irgendwie nicht so richtig sinnvoll zu sein. Aber zumindest habe ich den Sinn dahinter noch nicht so ganz verstanden. Au. Okay, was macht das genau? Ich meine, wir kriegen immer noch Schaden, wenn wir da drin stehen. Ich erkenne den Sinn von diesem Schild wirklich noch nicht. Au. Die einzelnen Schläge machen zu wenig Schaden. Und schlagen die Gegner vor allem zu weit weg, dafür, dass wir so kurze Reichweite haben. Ist ja nett, dass ihre Bewegungen, dass sie nicht abgebrochen werden und so, aber wenn sie so weit weggeschlagen werden, dabei ist das schon ein bisschen nervig. Und dann Sonics. Ich meine, es scheint den Schaden zu verringern, den wir nehmen, aber ansonsten ist halt einfach immer noch, dass wir hier stehen und uns nicht bewegen können in der Zeit. Also was ist der Sinn der Sache? Der fühlt sich mir tatsächlich nicht so ganz, zeigen, der Sinn hinter diesem Schild. Hey, da haben wir einen Fauststein gekriegt. Das heißt, wir können uns eine neue Fähigkeit kaufen. Sollten wir vielleicht auch tun. So, den auch erledigt. Vielleicht verstehe ich den Schild einfach noch nicht richtig, aber der erscheint mir irgendwie nicht besonders gut zu sein. Wir wollen uns Richtung nächste Erinnerung aufmachen. Das wäre der Avatar der Wahrheit. Im Erscheinenzustand Fertigkeiten haben Erscheineffekt.
Jetzt frage ich mich, ob es irgendwo ein Upgrade dafür gibt, dass das Schild besser wird. Erzeuge Geräte durch mehrfaches Auslösen von Fertigkeiten. Bis zu 4 Geräte möglich. Das am weitesten entfernte verschwindet zuerst. Das erzeugte auch ein Gerät. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht so ganz verstanden. Mit was das bedeutet, dass die Geräte erzeugen. Na, wir arbeiten uns auf jeden Fall erstmal Richtung Himmelsbrecher und dann Richtung Erinnerung 2. Schätze ich. Wunderbar. Eingeloggt. Angriffe haben jetzt keine Wirkung. Au, au, au. Okay. Ich glaube, mit den Fäusten werde ich für eine ganze Weile nicht so richtig glücklich sein. Okay, jetzt ist das da schätze ich ein Gerät. Also die Frage, was es tut, diese Geräte zu haben. Ich weiß nämlich nicht, was das tut, dass da jetzt diese Kugel einfach in der Luft rumhing. Ah, den habe ich tatsächlich nicht gesehen, den Typen da unten. So. Okay, jetzt habe ich 2 Geräte. Jetzt habe ich wieder nur 1. Was tut es, Geräte zu haben? Ich meine, das ist wahrscheinlich eine von diesen passiven Dingen, die wir mit ihr noch freischalten oder so. Vielleicht tut das irgendwas mit dem Schild. Das Schild verstehe ich nicht, beim besten Willen nicht. Ah, das wollte ich gar nicht dahin gefeuert haben. Oh, okay. Haben wir mal diesen Sonic. Das tut nicht viel. Oh, zack, jetzt haben wir da oben so ein Gerät. Jetzt greift natürlich keiner an. Na, das scheint nicht mit dem Schild zu interagieren. Verstehe ich nicht. Erklärt das Spiel auch irgendwie nicht. Vielleicht gibt es irgendwo ein verstecktes Tutorial, das ich finden kann. Oder ich muss halt wirklich Sachen im Fähigkeitenbaum einfach abwarten, dass irgendwas freischaltet, was dieses Schild erklärt oder besser macht. Oder die Geräte erklärt und besser macht. Wer weiß. Bis jetzt auf jeden Fall etwas unverständlich, zumindest für mich. Und wir haben immer noch keinen Sichtdieb gefunden, ich bin überrascht. Das war so ungewöhnlich. So, jetzt haben wir ein Gerät. Oh, wir erscheinen mal mit Lusika. Na gut, im Erscheinenzustand können wir das Schild natürlich sofort wieder ausmachen, weil Erscheinenzustand, wo wir einfach alles abbrechen können. Oh, zack, feste drauf. Oh, wunderbar, das hat den erledigt. Wir haben einen Betäubenstein gefunden und einen Fauststein gekriegt. Das heißt, wir können jetzt definitiv eine neue Fähigkeit kaufen. Ich hätte gerne mehr Fähigkeiten. Chance auf Taumeln je nach Anzahl Geräte erhöht. Aha. Das tun Geräte auf jeden Fall schon mal. Schlagen gehen aufwärts und schmetterigen zu Boden. In dem Erscheinenzustand erhöht es auch noch unsere Verteidigung anscheinend. Aber Rang auf Stief des Dämons. Rang 2 mit Lusika. Anscheinend haben wir irgendwann noch einen weiteren Fauststein gekriegt, dass ich jetzt gar nicht aufgepasst habe. Denn wir haben genug für Erinnerung 2. Wunderbar. Ja, dann sollten wir natürlich die Fertigkeit auch ausrüsten. Den Himmelsbrecher.
Okay, wenn wir natürlich eine Fähigkeit haben, die davon abhängt, wie viele Geräte wir haben, dann gehe ich mal davon aus, kriegen wir noch mehr Fähigkeiten, die Geräte spawnt, weil die Geräte werden irgendwie verdammt schnell despawned. Und wir haben bis jetzt halt nur eine Fähigkeit, die tatsächlich welche spawnen würde. Na gut, ich hätte auch das werden wir mit der Zeit sehen. Okay, hier haben wir ein weiteres Fudogiri. Hier haben wir dann unseren Sichtdieb gefunden. Na komm, hau ihn bitte. Hat der geblockt, die Sau. Na, wollen wir doch mal was dagegen tun. So, mein Freund. Also unwesentlich bessere Methode des Ausweichens, als diesen komischen Schild anzumachen, der anscheinend nur den Schaden etwas verringert. Aber gut, es ist auch schwierig, eine bessere Verteidigung als einen Blink zu finden. Von daher vielleicht nicht unbedingt ein fairer Vergleich. Es sei denn, natürlich, man blinkt einfach in der Wand, dann ist Blinken auch keine gute Verteidigung. Na, es hat uns auch nicht so ganz ausgewichen. Zu einer Wand. Einfach kriegen wir 19 Steine. Und dieser Sichtdieb ist erledigt. Wunderbar, dafür kriegen wir noch einen weiteren Universalstein. Haben wir damit jetzt genug Sensenstein, dass sich das lohnen wird einzukaufen? Wir haben 3, also ja. Auf jeden Fall. Wo waren wir denn hier stehen geblieben? Wir konnten Erinnerung 2 kaufen. Da waren wir stehen geblieben. Anscheinend. Okay, da wir uns jetzt mit unserer neu geholten Sicht sowieso erstmal wieder zum Grenzstein zurückarbeiten werden. Brauchen wir nicht viel mehr einzukaufen. Angriff auf Gegner, auf welche Schwächungszauber wirken, sind stärker. Okay. Haben wir natürlich mit Lusika nicht. Aber insgesamt auf jeden Fall etwas, auf das wir achten müssen, wenn wir selber Schwächungszauber auf uns drauf haben von Feinden. Danke für die Heilung, Linne. So, die beiden sind erledigt. Irgendwie hat es diesmal deutlich länger gedauert, dass das eine Gerät despawned ist. Ich frage mich, woran das liegt. Zack, zack, zack. Ach. Ist echt nervig, dass die kleinen Rochen hier so weit von der Faust weggeschlagen werden, von normalen Angriffen. Sorgt echt dafür, dass es manchmal anstrengend ist, die kleinen Dinge hier zu bekämpfen. Währenddessen werden eben Gegner wie die hier überhaupt nicht weggeworfen. Na, dann haben wir auch uns gerade wieder einen neuen Fauststein gekriegt. Sehr gut. Ich bin von dem Himmelsbrecher Schaden tatsächlich etwas unterwältigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür, dass das Ding zweimal trifft, macht halt nicht so richtig viel Schaden. Ein weiteres Mal Tarnung. Ja, ich wollte total mein Schild anmachen und nicht irgendwie den Schalter aktivieren, der direkt vor mir liegt. Ah, okay, das Ding können wir gar nicht nochmal benutzen. Weird. Sehe ich davon unseren nächsten Dämon? Hör, oh, gerade eben erst einen gekriegt. Mein Gott, das Spiel gibt die raus wie, wie Süßigkeiten. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, machen wir an dieser Stelle, da wir nicht zurückgehen können, machen wir einfach mal hier eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder.
wenn wir tiefer in diese Minen vorstoßen werden und anscheinend direkt unseren nächsten Dämon bekommen werden. Bis dahin. Aloha.